Halli, hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS19 auf der PlayStation. Auf der Karte Ellerbach. Und ja, es gibt was Neues. Und zwar habe ich mir hier ein neues Fass geholt. Ich bekomme die Milch nicht mehr weg, weil die Kühe produzieren so viel Milch, damit ich gar nicht mehr hinterherkomme. Das mit meinem kleinen 2000 Liter Fass wegzufahren. Deswegen habe ich jetzt hier mir ein größeres besorgt. Das kann verschiedene Flüssigkeiten transportieren. Wir transportieren damit Milch. Wir müssen einfach weit genug nach hinten fahren, damit es hier irgendwie den Trigger findet. Ich dachte erst, es ist kaputt. So, genau. Wir haben noch 12.000 Liter Milch hier drin und die wollen wir jetzt hier einladen und zum Lately bringen. Die bezahlen noch einen guten Preis. Und ja, dafür müsste ich mit meinem kleinen Fass, hätte ich da ewig hin und her fahren müssen. Und jetzt haben wir hier das ein bisschen größer und vielleicht schneller. So, ich habe noch am Fiat habe ich noch Fronthydraulik dran gebaut. Oh, ich hätte mal den Auspuff reparieren sollen. So, irgendwie fahre ich mit dem ganzen Fass die Schilder um. Oh, geht. Ist bloß ein bisschen rangekommen. So, dann habe ich noch überlegt. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, das Ding hier hat so wenig Leistung. Und wollte ich mir erstmal noch einen neuen Schlepper holen. Aber das Ding hat 100 80 PS, da kann ich auf jeden Fall ein bisschen was mit anfangen. Hat sich das eigentlich auch erledigt. Ich würde gerne im späteren Zeitpunkt, wenn wir uns dann noch was anderes holen. Aber nur wenn wir es uns leisten können. Wir wollen keine weiteren Schulden machen hier. So, das Schild habe ich hier schon umgekachelt, wo ich. Oh, fahren wir nochmal drüber hier, damit sich das auch lohnt, die Reparatur, wenn wir es schon zahlen müssen. So, ich muss hier rein. Ich komme nicht rum. So. Dann geben wir hier mal die Milch ab und ich hoffe, damit ich das Fass auch gleich mal wieder raus habe von den Investitionen. Das kostet nicht so viel. Wir könnten sonst gerade mal noch im Menü schauen. Wo war das hier hinten? 12.500 und ihr seht, es kann Milch und keine Ahnung, Wasser, Treibstoff, Herbizide und alles, was flüssig ist. So, das gab 25.000. Somit habe ich den Anhänger raus, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie die Produktion weiter. Es ist das einzige Nachteil hier bei dem Fass ist wirklich, es ist komplett schlecht zum Lenken hier. Aber wir müssen theoretisch einmal am Tag mit dem Fass los, Milch wegbringen. Tut mir leid, ich muss hier rum, ich muss ordentlich ausholen, sonst kommt. Ja! Kann nichts dafür, ich habe mir so ein scheiß Fass gekauft, jetzt hängt auch noch das blöde Schild hier rum. So, aber was funktioniert hat, wir haben jetzt doch den zweiten Frühlingstag. Irgendwie hat es beim Vorspulen oder beim Schlafen quasi, wir haben ja nicht vorgespult, sondern geschlafen, hat es mir irgendwie den ersten Tag angezeigt, aber jetzt ist dann doch der zweite Tag. Thank you.
So, BGA läuft auch. So, ich denke, ich stelle das Fass erstmal wieder hier hin. So, der hat auch einen ziemlich großen Wendekreis hier, das Teil. So, und wir bereiten das hier vor. Für die erste Aussaat, würde ich sagen. So, wir werden aber nicht die Einzelkorn-Sämaschine nehmen. Wir werden hier hinten das Teil nehmen. Quenneland. Das kann Groban auch. Und ja, wir haben hier noch Saatgut zu liegen. Das würde ich auch gleich mal verladen. Aber ich weiß nicht, ob da noch was drin ist in dem Teil oder nicht. Wir müssen erstmal hier die Schaufel da wegnehmen. Wenn wir keine Erdfrüchte mehr machen, brauche ich theoretisch auch die Schaufel nicht mehr. Für Erdfrüchte. So, wir stellen die Schaufel auch bei den Kartoffelroder hin. Wir brauchen hier nämlich für die Schweine, wenn wir mit Seasons spielen, keine Kartoffeln. So, wir haben da komplettes Saatgut hingekippt. Da liegt noch ein bisschen. Moment mal. Kann ich irgendwie nicht nehmen. Okay, vielleicht später. So, dann machen wir mal hier die Sämaschine startklar. Wir haben immer noch 4 Grad Bodentemperatur. Das ist natürlich noch nicht ideal. Aber ich hätte gerne das Zeug bereit. Frontgewicht wäre noch so ein Thema. Kann ich das jetzt da aufklappen? Jawohl. Okay, jetzt hoffe ich, damit ich das da natürlich reinbekomme. Es hat, glaube ich, sogar noch Platz. Dann kann ich das kleine bisschen, was hier noch ist, auch noch reinschmeißen.
So, der Hahn erstmal unten durch hier unterm Trecker. Super. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn jetzt noch die Bodentemperatur passen würde, könnten wir da schon los. So, dann möchte ich noch unseren Anhänger fertig machen für Saatgut und Dünger, den wir dann mitnehmen zum Feld. Ihr seht, oh, das Gras wächst schon und es hat aufgehört zu regnen. Was für ein Wunder, es regnet mal nicht. Oh, die steht gut, die Deichsel. Wie soll ich denn das jetzt machen? So, alles kaputt. So, da sollte hinten noch was drin sein. Bisschen Saatgut und Dünger ist da noch bei. So, haben wir jetzt eigentlich irgendwo die Palettengabel? Oder haben wir immer noch keine? Ich sehe sie nicht. Okay, das ist natürlich... Müssen wir gerade mal gucken, haben wir keine Palettengabel? Doch sicher irgendwo eine gehabt. Und wenn ja, wo? Wo soll ich die denn hingeschmissen haben, bitteschön? Ja, wir haben alles außer eine Palettengabel natürlich. Okay, da muss ich noch eine besorgen. Sonst haben wir eigentlich alles, aber ich kann das ja nicht damit nehmen. Genau, dann lassen wir den Anhänger erstmal da stehen. Läuft ja wieder wie am Schnürchen hier. So, solange wie der Boden noch nicht warm ist, können wir eh noch nichts drillen auf dem Feld. So, dann werden wir nämlich hier Mischration fertig machen. Damit die Kühe wenigstens was zu fressen haben. Also sie haben ja zu fressen, so ist es nicht. Ah, und ich muss noch rüber zum Schweinestall. Ich will noch die Schweine... ja, tauschen nicht, aber... Die aus dem kleinen Stall sollen rüber in den großen. Sind ja alles dieselbe Sorte. Und im kleinen Stall will ich noch eine andere Sorte reinmachen.
Oh, das wird jetzt aber lustig hier, wenn ich an die Heuballen nicht rankomme. Ich muss unbedingt mehr Heu machen. Ah! Was mache ich denn? Bin ich da? Es sieht noch so aus, als ob ich noch weit weg bin. Es wird alles hier drunter und drüber gehen. So, ich hole mir hier noch Silageballen. Kommen die da auch mal weg. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Einer muss ja natürlich auch runterfallen. So, wir werden das mal ein bisschen runter machen hier. So, und ich habe schon einen Plan. Habe ich sonst eigentlich nicht. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Fruchtfolge. Ich habe schon mal so geschaut, was ich wo drauf machen könnte. Oder wo ich wusste, es ist das und das drauf. Die Frucht, was im Vorjahr drauf war. Was ich danach aufmachen kann, und der Plan wird schon geschmiedet. So, ich muss mal gucken, wie hier die Mischration ist. Mir fehlt natürlich, zeigt er mir das nicht an. So, noch ist Futter, und ja, ich denke, wenn ich noch ein Silage reinschmeißen würde, weil ich nicht so viel Heu habe, kriegen wir auch eine Mischration hin. Heu habe ich da bloß noch 1, 2, ja, die sind alle dahinter irgendwie. Ist alles irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen. Und Silage habe ich nämlich reichlich überall, muss ich sagen. Wir haben Ballen, und wir haben im Silo auch noch Silage. So, das sieht irgendwie komisch aus. Gucken, was wir da gebaut haben. Mischration. Perfekt. So. Komme ich hier in den Stall rein? Ne.
Okay, dann fahren wir halt eine Runde rum. Über alle Hühner, die wir erwischen können. Okay, sie brauchen nicht mal alles. Warte mal, ich muss da ins Menü. So, Kühe haben alles. Bei Wasser steht Wasserpumpe. Die bringt so viel Wasser, wie sie brauchen. Aber macht es nicht ganz voll. So, jetzt haben wir bei den Schweine. Beim kleinen Stall sind ja noch 14 Stück drin. Die müssen wir ausquartieren. Strohpellets. Wieso sind da Strohpellets drin? Wo kommen die denn her? Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls keine Strohpellets reingemacht. Ich kann gar keine produzieren. Okay, und im anderen Stall brauchen sie noch ein bisschen Futter. Und dann werden sie auch mehr brauchen. Okay, wir können es eigentlich anders machen. So, ich will den kleinen Strautmann da mitnehmen. So, dann werden wir gleich mal noch hier was einladen. Am besten wäre erstmal für die Schweine Mais. So, und der Steiertraktor, der ist noch auf dem Feld, der hat da noch gepflügt. Das sollte jetzt eigentlich fertig sein, so damit wir wirklich mit der Aussaat, sobald die Temperatur passt, beginnen können. So, er kommt ans Dach.
Alter, nicht nach der Seite abkippen. Das Mais wird hier nicht angenommen. Haben Sie schon genug? Haben Sie echt schon genug? Sie haben schon genug. Okay. Zum Glück haben wir noch andere Anhänger. So, dann stellen wir den halt hier rein. So, und die Schweine hier drüben, die will ich verschieben. Bestätigen. So, jetzt sind die da alle in den Anhänger drin. Oben und unten. Und jetzt kommen sie einfach im anderen Stall erstmal rein. Die sollen da weiter wachsen. So. Genau, so kann ich sie schön verschieben. Machen wir noch hier auf. Und sagen, die sollen darüber bestätigen. So, jetzt passt wahrscheinlich auch der Rest Mais noch da rein. So, ich möchte mir dann noch ein paar andere Schweine holen. Irgendeine spezielle Rasse, müssen wir dann mal gucken. Futter und so hätten sie ja alles da drin. So, jetzt passen wir. Mal gucken, jetzt passt nämlich der Mais da noch rein. Genau. So, warte mal, muss ich das so machen? Okay, Abkippseite weiß ich nicht mehr. So, von den anderen Futter haben sie noch. Ich will auch nicht alle Anhänger hier voll Futter haben. Ich kann den natürlich wieder mitnehmen und den Rest reinkippen und dann holen wir da irgendwie noch Getreide. Und ein Besen wäre auch noch gut. Aber sonst geht's denen gut. Die müssen jetzt noch ein bisschen wachsen. Es gibt noch nicht allzu viel Geld. Es gibt am meisten Geld, wenn wir nämlich da schauen, für Schweine. Irgendwo, glaube ich. Yorkshire Schwein haben wir da. Wäre jetzt eigentlich am besten fast. Okay. Thank you.
So, das nächste Mal will ich dann auf jeden Fall noch Gülle ausbringen. Ich weiß bloß noch nicht, auf welchem Feld genau wir das machen und an welchem Feld wir zuerst anfangen. Sollten wir natürlich ich gerade noch mal gucken auf meinen Plan. So, da könnte ich die Hühner auch noch füttern. Hier fütter ich mit der Schaufel, bei den Schweinen drüben fütter ich sie mit. Da fahre ich hier dran vorbei. So, jetzt gucken wir noch schnell, ob die Kühe schon wieder Milch produziert haben. Die haben schon wieder 266 Liter produziert, seitdem wir abgegeben haben. Also es sind Hochleistungskühe, definitiv. Vielleicht ist auch irgendwas kaputt bei den Kühen. Vielleicht läuft die Milch einfach so raus. So, jetzt sieht es schon ganz gut aus. Bisschen Sonnenblumen, Soja oder Raps könnten sie noch vertragen. Und dann haben wir da erstmal Ruhe. So, die Temperatur ist auch noch nicht 1 Grad gestiegen, die Bodentemperatur. Ah, so geht das. R1 und Pfeiltaste. So, was machen wir denn rein? Okay, so viel Auswahl haben wir nicht. Raps.
die Leute müssen auch denken, was der da hin und her fährt hier. Kann bloß hinten abkippen, sonst nimmt das nicht. Okay, würde ich sagen, Schweine sind erledigt. Ne, erledigt sind sie natürlich nicht. Wir machen mal aus. Schweine sind ready, Kühe sind ready. Ich will jetzt hier mal noch die Bodentemperatur messen. Kann der mir das anzeigen? Zeigt er mir natürlich nicht an. Da war Raps drauf. Da können wir mal gucken, was können wir machen, wenn Raps drauf gewesen ist. Was wäre am besten? Hier könnte zum Beispiel Weizen drauf oder Mais. Würde beides eigentlich gehen. Würde vielleicht auch noch Gerste gehen, Hafer, Baumwolle ist schlecht. Kartoffeln sind auch schlecht. Weizen oder Gerste. Wir machen, ja, ist ja eigentlich egal, aber nur damit wir es wissen. Das könnte hier drauf, müssen wir nicht groben, da unsere Sämaschine das kann. So, hier haben wir schon gepflügt. Da war vorher drauf, sagt mir jetzt brach. Da sagt mir, das war vorher nichts drauf. Wenn ich es gepflügt habe, ist egal, oder was? Sagen, hier war doch vorher mal Mais drauf, hätte ich gesagt. Aha, hier wenn ich... Okay, hier kann ich eigentlich alles drauf machen, glaube ich. Hier spielt es noch keine Rolle, fruchtfolgemäßig. So, jetzt haben wir da ordentlich Schweine. Die sich nicht bewegen. Die haben so voll gefressen, die können sich nicht mehr bewegen. Was ist denn hier los? Die bewegen sich wirklich nicht mehr. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich habe nämlich hier zugemacht. Vielleicht war das nicht ganz so gut. So, kommt schon, bewegt euch. Okay, sie sind kaputt. Schweine sind kaputt. Was ich mich gefragt habe, haben wir hier eigentlich kein Silo irgendwie. Hier geht das Schweinefutter rein. Da ist die Wasserpumpe. Aber ein Silo oder so, damit ich hier auch irgendwie Futter lagern kann, gibt es hier nicht. Sieht jedenfalls nicht so aus. Okay, ich werde noch neue Schweine besorgen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sage erstmal... Rinja hauen. Nee, ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.